Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein kleines, wahrscheinlich recht kurzes, aber feines Video für euch. Ich wollte euch gerne zeigen, was ich so im Oktober an Kerzen geshoppt habe. Und es waren tatsächlich nur 4 Kerzen, die ich gekauft habe, eine, die ich getauscht habe. Also dieses Video wird recht kurz, aber da ich jetzt nicht länger warten wollte, bis noch andere Sachen so eintrudeln, wollte ich euch die Sachen gerne zeigen. Ich habe nämlich einfach jetzt so im Oktober gemerkt, dass ich gerade im Moment vielleicht doch nicht so gerne Kerzen abbrenne. Es gibt welche, die finde ich unfassbar toll. Die Sachen von Bath & Body Works finde ich klasse. Die Homeworks Kerzen finde ich wirklich klasse. Und ja, sonst habe ich fast noch nichts so richtig gebrannt. Die Goose Creek habe ich gebrannt. Und da finde ich, ist es manchmal so ein bisschen wie so ein Lotteriespiel. Mal brennen die gut ab, ohne zu rußen, mal nicht. Und deswegen denke ich, werde ich mich in Zukunft auf Bath & Body Works und Homeworks beschränken. Was ich aber sagen muss, Kringle hat mich auch positiv überrascht. Da ist nämlich auch eine Kringle dabei. Also alle Kerzen, die ich geshoppt habe, außer die getauschte, sind von Notino. Da hatte Notino nämlich mal wieder so einen kleinen Sale mit 15%. Und manche Sachen gab es auch so unfassbar günstig, die dann auch reduziert waren. Mit der fangen wir am besten an. Also ihr habt bestimmt alle schon von diesem Schätzchen gehört. Gefühlt die große Influencer-Duftewelt liebt diese Kerze. Und ich dachte immer, Mensch, Vero, was finden die denn an der Kerze? Und das sind zwei Duftkomponenten, die ich normalerweise gar nicht mag. Aber ich dachte, komm, für den Preis. Ich meine nämlich, das Glas hat jetzt nur noch 10 Euro und dann nochmal Rabatt gekostet oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Die Rede ist von Kringle Candle Pumpkin Cheesecake. Ich weiß, dass sehr, sehr viele diesen Duft lieben. Und allein schon dieses Glas, Leute. Wie schwer. Das ist also richtig krass, wie schwer das ist. Die großen sind natürlich noch schwerer, aber ich habe das echt unterschätzt. Ich dachte nämlich, das wäre eine kleinere Kerze, weil wenn ihr euch mal anguckt, die hier hat jetzt im Sale 10 Euro irgendwas gekostet. Und die hier, die echt mini ist. Hat mich viel weniger gekostet. Naja, darum soll es ja nicht gehen. Es soll um den Duft gehen und das Label. Und ihr seht auch, ich habe die schon gebrannt und die hat kein bisschen gerußt. Überhaupt nicht. Null, nada, niente, nix. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die Intensität beim Brennen hat mir sehr gut gefallen. Ich habe sie nämlich erst unter den Warmer gestellt. Die liebe Caro war nämlich bei mir und da kam eine Notino-Bestellung und dann haben wir gedacht, ach komm, wir geben dem Duft mal eine Chance. Wir wollen mal riechen, wie der so unterm Warmer ist. Weil sie hatte den auch mal und meinte, dass der sehr parfümig ist und ihr nicht so gefallen hat. Und im Kaltzustand ist das so, aber warm wird der so schön cremig. Also richtig, richtig schön. Ja, wahrscheinlich werde ich euch die Duftkomponenten hier unten irgendwo einblenden. Weil die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf und ich glaube auch hier unten steht es nämlich nicht mehr dran. Nee, früher stand es glaube ich auch mal oben dran. Aber so lange bin ich ja noch nicht im Business. Und was soll ich sagen, das ist ein wunderschöner, cremiger, leicht gebäckiger Duft. Also ich hatte so ein bisschen Angst, dass diese Cheesecake-Note zu stark durchkommt. Weil Cheesecake hat ja oft so was richtig, richtig Säuerliches. Und das hat er für mich nicht. Er ist leichter. Ganz leicht ein Ticken, säuerlich ja, aber nicht unangenehm. Weil zum Beispiel Blueberry Cheesecake von Scentsy ist mein absoluter Endgegner. Wirklich, dieser Duft ist mein Horror, ehrlich. Deswegen war es echt mutig, dass ich die Kerze bestellt habe. Und hätte sie mir nicht gefallen, hätte ich sie entweder weiter verschenkt, getauscht oder sonst was. Aber ich verlasse halt auch gerne mal meine Komfortzone. Und in diesem Fall hat sich das richtig, richtig gelohnt, weil es ein sehr schöner Herbstduft ist. Also das ist durchaus, finde ich, auch ein Pumpkin-Duft, den man noch im November, vielleicht auch noch Dezember düfteln kann, weil der nicht so typisch überladen ist mit irgendwelchen Gewürzen. Weil ich finde, wenn ich im November, Dezember oder eher im Dezember dann diese ganzen weihnachtlich würzigen Düfte düftel, dann brauche ich nicht auch noch Herbstdüfte, die auch wieder würzig sind. Ich mag dann gerne immer so ein bisschen zwischendrin nochmal abwechseln. Und von daher, der ist wirklich, der ist echt wunderschön. Der hat auch was leicht Parfümiges. Und dieses leicht Parfümige, da hatte ich erst so ein bisschen, dachte ich, oh, das ist nicht unangenehm,
Aber es ist halt irgendwie crazy in einem Foodie-Duft, was parfümig ist. Aber warm ist der so, 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 so schön. Also ehrlich, der. Danke für alle, die mich angefixt haben. Ich bin so froh, dass ich den bestellt habe, weil der ist toll. Und dreimal dürft ihr raten, mein Mann und mein Kind sind natürlich sehr happy, weil denen gefällt der Duft richtig gut. Oh Mama, das riecht richtig toll hier. Was ist das? Das war Pumpkin Cheesecake, mein Schatz. Also wirklich, was war schluckt. Ach, vor lauter, lauter. Der ist echt richtig, richtig, richtig schön. Ich komme ja so schwärm raus, gell. Hat mir unfassbar gut gefallen. Ja. Und der darf jetzt hier weiter vor sich hin brennen. Ich hatte schon überlegt, weil er so schön ist, ob ich ihn tatsächlich nur unter den Warmer stelle, aber gibt ja auch noch ein nächstes Jahr. Und nächstes Jahr gibt es bestimmt auch wieder schöne Düfte. Deswegen müssen wir ein bisschen Platz machen, ne? Sehr schöner Duft. Liebe ich. Dann natürlich auch wieder so ein Anfix-Ding. Und da dachte ich mir, also ich weiß auch, dass das mittlere und das große Glas günstiger war, aber ich habe vorher noch keine Yankee Candle gebrannt und dachte mir, das willst du erstmal testen, weil ich habe ja den Candle Warmer und da stelle ich meistens die großen Gläser drunter. Und dann, ja, wollte ich halt jetzt erstmal eine kleine probieren, die ich dann brenne, bevor ich überhaupt irgendeine von meinen großen Gläsern anbrenne. Denn da muss ich tatsächlich sagen, all meine Yankee Candle Gläser sind welche, die ich sehr, 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 sehr liebe. Also es sind alles sehr schöne Düfte. Und da wäre ich dann schon ein bisschen traurig, wenn die vielleicht ich die brenne und die gar nicht wahrnehme. Da wäre ich echt ein bisschen picky dann, ne? Ja. Und es ist der Mary Berry geworden von Yankee Candle. Und ich war erstmal ein bisschen erschrocken, wie klein das Glas ist. Ich hatte tatsächlich noch nie so ein kleines Glas von Yankee Candle. Die Leute, die die kleinen Gläser kennen, werden bestimmt denken, hä, was hast denn du gedacht, wie groß das ist? Aber ja, ist ja echt mini, richtig süß. Aber es sieht auch einfach niedlich aus. Und die stelle ich mir dann auf meine Kommode und brenne sie. Und wenn sie schön ist, ist sie schön. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube, dann werde ich nämlich keine Yankee Candles brennen, sondern verbrauche die halt irgendwann mal in 500.000 Jahren unterm Candle Warmer. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Duft. Mary Berry von Yankee Candle. Duftbeschreibung blende ich euch wieder hier unten ein. Und ja, ich finde, es ist genau das, was so auf dem Label zu sehen ist. Ihr riecht wirklich so einen schönen, bärigen Keks mit ein bisschen Puderzucker. Und ich finde, das ist so ein, ihr riecht richtig so diese Marmelade, die da drauf ist. Das ist voll crazy. Das riecht nicht nach Früchten oder irgendwie was, sondern ihr riecht wirklich, dass das Marmelade sein soll. Und das ist sehr schön mit dieser leichten Keksteignote, also diese Plätzchennote. Und ich finde halt, man riecht auch so ein bisschen Puderzucker. Also es ist wirklich ein toller Duft. Ich bin sehr gespannt, wie lange so eine kleine Kerze hält und wie intensiv die sein wird. Gefällt mir aber wirklich sehr gut. Toller Duft. Hatte ja die Wachsqualms davon. Und da habe ich auch schon gesagt, ich überlege ja, ob das ein Kerzenkandidat werden könnte. Jetzt ist es halt erstmal ein kleines Kerzenglas. Aber halt auch einfach aus dem Grund, dass ich erstmal testen will, wie intensiv die sind. Oder gibt es da Unterschiede, dass kleine Gläser weniger intensiv als große sind? Wenn das jemand weiß oder wenn das so ist, sagt mir gern Bescheid. Sehr schöner Duft. Wirklich, wirklich. Ich liebe ihn. Gefällt mir richtig gut. Und da bin ich mir auch sicher, werden meine zwei Foodie-Nasen auf ihre Kosten kommen. Hübscher Duft. Wirklich. Ach, dann ein schönes Schätzchen. Ich bin so froh, dass ich sie ergattert habe, dass ich sie getauscht habe. Und zwar geht es um die Yankee Candle Lake Sunset. Und alleine die Wachsfarbe und das Label, Leute. Guckt euch das doch mal an. Guckt euch doch mal an, wie wunderschön das ist. Und auch hier mit diesem goldenen Rand außenrum. Jetzt sieht man es auch schön hier im Licht. Also das ist eine unfassbar, unfassbar wunderschöne Kerze. Ich weiß gar nicht, was da an Duftkomponenten drinne ist. Ich sehe nur hier, dass es die Kategorie frisch ist. Aber sonst weiß ich es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe es euch ja bestimmt schon eingeblendet. Aber es ist ein sehr, 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 sehr schöner, parfümig, frischer Duft. Also wirklich, der ist sehr parfümig in meiner Nase.
Er hat aber auch vielleicht so was ganz leicht Fruchtiges. Er hat auf jeden Fall florale Komponenten, aber keine, die mir unangenehm sind. Und vielleicht meine ich mir auch einzubilden, vielleicht aufgrund des Namens, dass ich so ein bisschen so frische Salty Sea Air wahrnehme. So ein bisschen so frische Luft. Aber nicht frische Luft im Sinne von, ihr bekommt das so richtig um die Ohren geweht, sondern wirklich so ein bisschen, als würdet ihr auf so einem Steg stehen. Es ist ein lauer Sommerabend und es geht so ein schönes Lüftchen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man auch richtig so die Umgebung riecht, vielleicht noch Blumen, die in der Nähe sind und dann halt wirklich diese schöne Seeluft. Sehr, sehr schön, sehr parfümig. Muss aber sagen, unter dem Warmer habe ich den null wahrgenommen. Also wirklich gar nicht. Es ist ja eine ertauschte Kerze. Ich wusste, dass die auch schon unter dem Warmer stand. Vielleicht sollte ich einfach die oberste Schicht mal abziehen. Das kann ja durchaus sein, dass das schon sehr gut hilft, dass ich sie dann wahrnehme. Ansonsten würde ich halt mal versuchen abzubrennen. Aber ich kann doch diese Schönheit hier nicht abbrennen. Also da ist es tatsächlich so bei mir, die brenne ich nicht ab. Die ist einfach zu schön. Jetzt hier so ganz normale Kerzen, sowas hier, die würde ich abbrennen. Oder auch der von Kringel, der ist schön, aber ich weiß halt, dass die nicht mehr im Standardsortiment ist und dass die, glaube ich, auch gar nicht so leicht ist zu kriegen. Also ich bin hier kein Yankee Candle Experte, bitte steinigt mich jetzt nicht, wenn das nicht so ist und man kann die überall kriegen. Aber hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Und die ist einfach toll. Also wirklich, die ist toll. Und dieses Label und die liebe Simone hatte mir ja einen Tat davon im Tauschpaket mit reingelegt. Und da hatte ich den Duft sehr gut wahrgenommen. Aber ist ja nochmal was anderes, wenn es im Teelicht ist, als unter Murmer. Und wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass ich tatsächlich die oberste Schicht abziehen werde und dass es dann besser wird. Ansonsten, ja, vielleicht ziehe ich mir auch Melz draus. Das kann man, glaube ich, nämlich auch ganz gut machen, wenn man merkt, den Duft nimmt man so gar nicht wahr, dass man ihn sich als Melz abzieht. Und dann verdüffle ich ihn halt als Melz in der Teelichtlampe. Macht ihr das eigentlich häufiger? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich dachte, ich habe das schon öfter gesehen, auch auf Facebook und so, dass die Leute sich Melz abziehen und die dann in diese Gläser reintun und dann kann man sich halt rausnehmen, was man möchte, wann man es möchte. Oder auch mal Tauschpakete. Das finde ich halt irgendwie auch cool, dass man dann nicht immer extra Melz abziehen muss, sondern dass man dann schon welche hat, die man gerne mal jemandem geben kann, der den Duft mal testen möchte. Weil da muss ich sagen, finde ich das echt cool in den Facebook-Gruppen und bei Instagram so, dass die Duftnasen sich untereinander so ein bisschen helfen. Und wenn man sich unsicher ist bei einer Kerze, hatte ich das jetzt schon häufiger, dass mir die Leute geschrieben haben, ey, ich kann dir gerne ein paar Mails davon schicken, dann schnupper doch mal an, dann musst du dir nicht gleich die Kerze kaufen. Und das ist gerade bei Bath & Body Works sehr cool, weil die ja keine Mails anbieten. Also das muss ich sagen, nervt mich so ein bisschen, dass die keine Mails anbieten. Und ich meine, so eine Bath & Body Works Kerze kostet halt keine 10, 15 Euro. Die sind halt richtig teuer. Und wenn sie mir dann nicht gefällt, klar, ich könnte sie zurückschicken, aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Kerze zurückgeschickt. Nee. Klar, für eine rentiert sich's nicht. Wenn ich jetzt 10 Kerzen bestellt hätte und 8 davon gefallen mir nicht, könnte man das schon machen. Aber ich achte ja tatsächlich auch eher darauf, dass ich wirklich Kerzen bestelle, wo mir die Duftkomponenten gefallen. Gerade bei den recht teuren. Ich meine, jetzt bei der Kringel für 10 Euro, das hätte mir jetzt nicht wehgetan, wenn sie mir nicht gefällt, weil ich auch weiß, ich habe da so ein paar Kandidaten, die feiern diese Kerze und dann hätte ich die denen geschenkt. Also gar kein Problem. Ich habe das Gefühl, ich laber und laber und laber heute nur. Jetzt geht's weiter mit der wunderschönen Flannel von Bath & Body Works. Eine sehr schöne Kerze. Mal so ein ganz anderes Label. So eins habe ich tatsächlich von Bath & Body Works überhaupt noch gar nicht. Gefällt mir richtig gut mit diesem sonnendurchschienenen Wald sozusagen. Weiß gar nicht, ob ihr es seht. Und hier mit diesen goldenen Akzenten und einfach ganz schlichtes weißes Wachs. Und dieser, ja, leicht gold, roségoldene Deckel dazu. Sehr, sehr hübsch. Die Flannel hat die Duftkomponenten frische Bergamotte,
Dann, das Wort kann ich überhaupt nicht mal aussprechen. Heirloom Mahogany, keine Ahnung, irgendwelches Holz und Soft Musk. Und da hatte ich mir halt erhofft, dass das ein schöner, frischer, leicht maskuliner Duft ist. Und was soll ich sagen? Genau das ist es. Diese wunderschöne, frische, zitrische Bergamottnote. Also ich glaube, ich stehe einfach auf Bergamott. Also das gefällt mir immer unfassbar gut in Düften. Dann dieses leicht holzige mit dem Moschus. Eine wunderschöne Kombination, aber meiner Meinung nach nichts für Leute, die keine maskulinen Düfte mögen. Weil die schon sehr maskulin parfümig ist. Für mich jetzt nicht wie so geduschter Mann oder so, sagen wir mal, irgendwelches Axtduschbad oder sowas. Nee, das riecht schon wirklich wertig. Aber ich glaube, Caro, du hattest gesagt, das riecht nach geduschter Mann. Deswegen, die Duftnasen sind ja ganz, ganz unterschiedlich. Aber für mich ist es ein wunderschöner Duft. Wirklich. Ich bin so froh, dass ich den bestellt habe. Meine liebe Freundin Katrin vom Kanal Käthe Comila hatte ja auch überlegt, ob sie die bestellt. Und das wäre ihr Endgegner gewesen. Wirklich. Das wäre ihr Endgegner, weil ich genau weiß, so Düfte mag sie überhaupt nicht. Aber mir gefällt er wirklich richtig gut. Und auch gerade jetzt, ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt, wenn man sehr viel Würziges, sehr Foodiges und so düftelt, habe ich wirklich gerne zwischendrin mal so was Zitrisches mit Bergamott oder was recht Hölzernes, aber nicht hölzern schwer, sondern so schön parfümig, leicht und frisch. Und da ist der echt perfekt. Der ist wunderschön, gefällt mir unfassbar gut. Wie gesagt, auch das Glas sieht toll aus. Finde ich echt klasse. Passt auch irgendwie total schön dann da auf meine Kommode. Ich überlege auch noch, ob ich mir irgendwann mal so einen schönen Holder von Bath & Body Works zulege. Vielleicht gibt ja jemand irgendwas ab. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Der ist schön. Der ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und halt auch, ich finde, als allererstes riecht man tatsächlich diese Zitrusnote. Dann halt was Holziges, aber ich finde, das sind keine schweren dunklen Hölzer, sondern es geht schon leicht so ein bisschen in so eine Driftwood-Richtung. Ja, zwar nicht mit nichts Salziges, aber was Hellholziges. Und dann dieser parfümige Moschus dabei. Sehr schönes Schätzchen, sehr schönes Schätzchen. Und dann kommen wir zum letzten Schätzchen, was ich mir gegönnt habe, und zwar die Cozy Cashmere von Bath & Body Works. Auch ein wirklich sehr, sehr schönes Glas hier mit dieser verschneiten Stadt da drauf. Gefällt mir unfassbar gut. Könnte theoretisch vielleicht auch New York sein, so mit dem Central Park hier vorne, der verschneit ist. Das sieht ein bisschen aus wie das Empire State Building, aber naja, wer weiß. Who knows? Die Duftkomponenten hier sind Smooth Lavender, Warm Vanilla and Confirming Sandalwood. Also Lavendel, Warm Vanilla und Sandelholz. Und da musste ich erstmal so ein bisschen überlegen. Ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr pudriger Duft, der in so eine Oma-Richtung geht. Also wenn ihr keine so eine bisschen Oma-angehauchten Düfte mögt, wird er euch wahrscheinlich nicht gefallen. Er hat auch so einen Bodycare-Moment. Ganz, 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 ganz hinten riecht ihr ein wenig Lavendel. Und das Sandelholz ist auch schon wirklich recht dominant. Also der ist, glaube ich, nicht für jede Duftnase irgendwie geeignet. Das ist kein so ein All-Time-Favorite, der ist schon ein bisschen spezieller. Und da musste ich auch erst überlegen, ob der mir wirklich gefällt. Also der ist auch schwer. Dadurch, dass der halt diesen Oma-Charakter hat, ist der so ein bisschen wie so ein schweres Oma-Parfum. Aber jetzt nicht irgendwie negativ gemeint. Ich mag halt Oma-Düfte, nur ich weiß nicht, wie ich das halt sonst so beschreiben soll. Wie so eine gesetzte ältere Dame halt so ein bisschen. Alles in allem trotzdem schön. Ich muss aber echt mal schauen, wie der mir so warm gefällt. Ob der mir nicht eine Spur, also weil die Bath & Body Works Kerzen sind ja unfassbar intensiv, ob der mir nicht zu sehr ist, dass der mir in den Kopf steigt.
Aber es ist ein sehr, sehr, sehr besonderer Duft, finde ich. Und auch durch diesen ganz kleinen Ticken Lavendel. Ist der wirklich sehr schön. Aber kann halt auch sein, dass er mir zu extrem ist. Das weiß ich einfach noch nicht. Aber auch diese Wachsfarbe finde ich, das ist halt so ein typischer, ja, Lavendel-Oma-Ton so. Klingt immer so bösartig. Habt ihr vielleicht so ein anderes Wort für Oma-Düfte? Aber ich glaube, dann wissen halt auch viele einfach so, was gemeint ist von der Duftrichtung her. Aber das Label ist auch, habe ich ja eben schon mal gesagt, richtig schön mit diesen goldenen Akzenten, das Weiße dazwischen und dann mit diesem Lila dazu. Also der gefällt mir sehr gut. Da dachte ich dann halt auch, das wird so eine typische Winterkerze wahrscheinlich, so eine Winterkuschelkerze sein. Aber ist es nicht mal. Ich finde, das kann man auch wirklich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da was Florales drin wäre. Finde ich, die kann man auch im Frühling noch düfteln. Ja. Also auch ohne Probleme. Das ist keine typische Herbst-Winterkerze. Meiner Meinung nach. Duftnasen sind ja ganz unterschiedlich. Und ich habe auch gemerkt, dass ich sehr saisonal bin. Aber die hier, ja, ist sehr schön. Aber ich wollte halt eigentlich eher etwas, was so ein bisschen weihnachtlich ist. Aber ja, anhand der Duftkomponenten, was soll da weihnachtlich sein, ne? Hätte ich mir auch denken können. Also ich wusste, dass es kein so ein typischer Süßigkeiten oder Pinien oder sonst was Duft ist. Aber ich dachte halt, der wäre so ein bisschen schön, so zum, ja, so ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, ich muss gucken, dass ich davon keine Kopfschmerzen bekomme. Aber er ist schön. Und das war's tatsächlich schon. Leute, 22 Minuten Video, richtig kurz. Aber es sind halt auch einfach nur 5 Kerzen. Mehr ist es diesen Monat nicht geworden, weil ich mich halt eher auch so ein bisschen noch auf Melz konzentriert habe und auch einfach diesen Monat mal nicht so viel kaufen wollte. Ne? Ich meine, dafür, dass ich dann bei Notino nochmal bestellt habe, ja. Ne? Vielleicht mache ich noch so ein kleines Ranking jetzt von den Düften. Am allerbesten gefällt mir natürlich hier der Pumpkin Cheesecake von Quingle. Wunderschön, wunderschön. Wirklich, kannst du noch tausendmal sagen. Ah, ich bin so froh, dass ich den bestellt habe. Da bin ich echt froh drüber. Der ist so wunderschön. Dann auf Platz 2 ist für mich der Mary Berry. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Auch so was schön Gebäckiges. Und den kann man ja auch schön zur Weihnachtszeit dann düfteln. Ja, so als Abwechslung, wenn man mal genug Tanne und was auch immer gedüftelt hat, obwohl Tanne bei mir nicht so unter den Warmer oder sonst wohin kommt, weil ich es nicht so gerne mag. Und auf Platz 3 ist der Flannel. Der gefällt mir auch richtig, richtig gut. Alleine schon das Label und der Duft ist. Ach, herrlich. Herrlich. Ich finde, der ist aber tatsächlich so ein ganz klein bisschen ähnlich, ganz klein bisschen ähnlich zu dem. Frosted Lavender oder heißt der Lavender Twilight? Frosted Lavender? Nee, jetzt vertausche ich gerade was. Frozen Twilight heißt der, glaube ich, von Goose Creek, den ich aufgebraucht habe. Der geht ganz, ganz, ganz dicken in die Richtung. Und ich bete ja, dass diese Kerzen nicht Russen werden. Aber bisher hatte ich bei Bath & Body Works damit keine Probleme. Haben schön abgebrannt und ja. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Besser gesagt Abend, weil das Video kommt ja immer abends online. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, ihr Süßen. Tschüssi.